Für unsere Elf geht es am heutigen Montag ja schon wieder zurück nach Deutschland. Und morgens gibt es nur ein kurzes Training, bevor die Koffer wieder gepackt werden. Gestern, am siebten Tag im Trainingslager in der Türkei, sah das noch etwas anders aus. Obwohl es an Wind und an Regen definitiv nicht gemangelt hat, hat das Team in der einen Einheit noch mal richtig Power gegeben. Und in der anderen ging es nach einer sehr anstrengenden Woche vor allen Dingen um eins, den Spaß. Wir haben heute früh ein Fußball-Tennis-Turnier gemacht, um ein bisschen zu regenerieren und haben vier Mannschaften gebildet. Wir hatten 16 Spieler zur Verfügung und in jedem Viererteam waren zwei junge Spieler. Und beim Verliererteam, jeweils die zwei Jüngsten, musste einer zum Mittagessen und einer jetzt gleich beim Abendessen jeweils einen sehr originellen Adidas Original Anzug tragen. Den hat der Olli Bär eigentlich immer dabei. Ja, wir haben vor dem Trainingslager gesagt, vielleicht ziehen wir das Ding und heute war es soweit. Welche Spieler in den blauen Einteiler reingesprungen sind, werden wir euch an dieser Stelle zwar nicht verraten, trotzdem wollen wir euch nicht vorenthalten, wie dieser Anzug aussieht. Also, bitteschön. Hallo liebe Fans, dieses Outfit von Adidas aus der neuen Kollektion dürfen unsere jüngsten zwei Spieler heute anziehen beim Mittagessen und beim Abendessen, die beim Fußballtennisturnier in ihrem Team verloren haben. Sie haben eine gute Figur dabei gemacht und hatten viel Spaß dabei. Ein bisschen Spaß muss eben sein, vor allen Dingen nach einer Woche mit zwei Testspielen und intensiven Trainingseinheiten. Trainer Michael Wiesinger blickt dabei sehr zufrieden auf die sieben Tage in der Türkei zurück. Also wir haben sehr, sehr intensiv gearbeitet, konnten viele, viele taktische Dinge auch aufarbeiten. Eigentlich alle Schwerpunkte, die wir uns gesetzt haben vor der Abfahrt, haben wir hier aufgearbeitet. Die Spiele waren zum Teil richtig gut. Ja, was mir nicht gefallen hat, waren beides mal die Rückstände, denen wir noch ein paar Minuten hinterherlaufen mussten. Das war nicht gut. Ja, war jedes Mal ein Riesenaufwand, aber die Mannschaft hat trotzdem alles gegeben, hat eine gute Einstellung mitgebracht. Und von daher kann ich Stand heute sagen, dass ich mit der Woche hier in der Türkei sehr zufrieden war. Und das gilt auch für das Klima innerhalb der Mannschaft. Naja, ich kriege nur das mit, was auf dem Trainingsplatz passiert oder was letztendlich hier im Hotel in der Lobby mal passiert, was in den verschiedenen Sitzungen abläuft. Also da habe ich schon ein gutes Gefühl. Ich glaube, es entwickelt sich hier ein Geist, ja, es entwickelt sich einfach ein besserer Teamspirit. Ja, das war auch natürlich ein Hintergrund, die Neuzugänge auch schnell zu integrieren. Und von daher, mein Gefühl ist positiv und das wird auch für die nächsten Wochen sehr wichtig sein. In den nächsten Wochen, die unsere Elf wieder in Deutschland verbringen wird. Der Türkei sagen wir erstmal auf Wiedersehen.